Die Schlüssellochmetapher ist also eine Fortsetzung des Programms von gestern, dass die Struktur des Seins alle Lösungs- oder Erlösungs- oder Erkenntnisversuche mit diesem letzten Mangel, mit diesem unauflöslichen Begehrensrest, mit diesem Restloch versieht. Hier in diesem Schlossbeispiel mit zwei Seiten versieht. Man kann den Schlüssel von innen oder von außen reinstecken. Man kann hindurchzublicken versuchen, um etwas zu erblicken dahinter. Von der Innenseite in die beleuchtete Außenseite oder von der beleuchteten Außenseite in die finsterste Innenseite hinein. Und dann nichts erkennen im Inneren, absichtlich, wobei das Loch, die Höhlung, die vor das Augenorgan im Schädel gelegt ist, hier eben als jener Filter dienen, nicht erkennen zu dürfen, was als Loch, als Fuge, als aufklaffender Ring sie alle zu knechten, nicht als Erkenntnisapparatur dient, sondern als Hebel, als Drehmomentum, als Aktionsapparatur, in dem dieses Drehmoment des Lebens rotieren soll und nach Selektion und Mutationsgesetzen entsprechend Wirkung erzielt oder eben nicht. Der falsche Schlüssel, der zu kleine Schlüssel, der zu große Schlüssel. Und natürlich auch die Metapher des rostigen Schlosses, das auf den Müll geworfen wird. Auch die Gräber der chinesischen Kaiser sind Formen, in denen eine Schlüssellochform in einer zweiten aufgelagert ist und das Ganze noch von einem Wasserring umgeben, was der Sache noch näher kommt. Das Schlüsselloch, das eingebettet ist in das Schloss als kombinatorischer, rekombinatorischer Mechanismus oder entsprechend der Schrödingerschen, dem Schrödingerschen Phantasma innerhalb der Wellenmustermatrix. Umformatierungsfelderungen.